Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute wieder mal im Freizeitpark Geiselwind zur Saisoneröffnung 2014. Es dauert noch ein bisschen bei den Musikanten. Da sind zwei Musikanten irgendwo verloren gegangen im Freizeitpark. Wir hoffen nicht, dass sie irgendwo sich verlaufen haben. Aber es sind ja Geiselwinder, die müssten wissen, wo das 4D-Kino ist. Aber die werden gleich kommen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Mein Name ist Toni Müller. Ich bin der Beirat und von der Geschäftsführung zugeordnet, damit ich das alles richtig mache. Und das ist der Michael Menzinger. Das ist der Geschäftsführer, Junior-Geschäftsführer. Einer der Geschäftsführer. Wir wollen Ihnen heute wieder ein bisschen was so zeigen, der nächste Stunde oder etwas gut, eine gute Stunde. Was hat es Neues gegeben im Freizeitland Geiselwind? Was ist bewährt? Das kennen Sie viele schon. Es gibt ja viele Presse-Stammgäste, auch von der Presse. Die begrüßen wir auch ganz herzlich. Wir sind ja schon letztes Jahr da gewesen, vorletztes Jahr. Freizeitland Geiselwind hat ja den 45. Geburtstag heuer in diesem Jahr. Und wir haben einiges vorbereitet für Sie. Gestern war ja schon die Winterkinderaktion. Der Park war sehr gut gefüllt. Etwa doppelt so viel wie jetzt war da, kann man sagen. Das Wetter war genauso gut wie heute. Und deswegen ist auch der Geschäftsführer relativ gut gelaunt. Wenn Besucher da sind, das freut ihn immer. Gell? Und also nochmal herzlich willkommen den Presseleuten. Wir wollen Ihnen ein bisschen was über das 4D-Kino erzählen und da bin ich nicht so gut bewandert. Das gebe ich jetzt an den Michael weiter. Ja, ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen im Freizeitland Geiselwind an diesem wunderschönen Frühlingssonntag. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und wollte Ihnen jetzt ein bisschen was zum 4D-Kino erzählen. Wir haben jedes Jahr einen neuen Film, was wir unseren Stammgästen schuldig sind. Wir müssen Ihnen jede Saison was Neues bieten. Es erwartet Sie eine aufwendige Digitalprojektion mit zwei beweglichen, dynamischen Plattformen, wo Sie drauf Platz nehmen, in Schalen sitzen. Und die dritte Dimension ist dann mit den 3D-Brillen, die Optik. Dazu kommen dann natürlich verschiedene Effekte wie Strobe Light, echtes Feuer und diese dynamische Bewegung eben, Windmaschinen. Und es ist alles synchron eingestellt, passend zum Film, ist auch sehr aufwendig, die Programmierung. Es war eine Firma da, Entertainment Resource, Spezialfirma für 4D-Kinos. Die haben hier zwei Tage programmiert, also da steckt mehr Aufwand dahinter, als man denkt. Das ist das Kino, wäre unser erster Programmpunkt. Nachher präsentieren wir Ihnen das Black Hole und als Abschluss dann die neuen Show im Zirkuszelt. Ist die Musik dann soweit? Die haben schon mal vorab das Kino getestet und hat es euch überhaupt gefallen? Wie war es denn? Wer ist jetzt gerade gefahren? Julian, du bist gefahren. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, da sind Polizisten und die machen gerade mit irgendwas eine Testfahrt und dann klauen die irgendein Teil von den Augen und dann wollen die wieder raus. Auch mal den Jonas, der war da drüben auch dabei. Stimmt das, was dein Bruder erzählt hat, oder würdest du das noch ein bisschen verfeinern? Die haben halt sowas geklaut. Die sind halt hinterher gefahren und so. Also gut. Gut, die haben was geklaut und sind hinterher gefahren. Das lasst euch mal überraschen. Wir spielen erst mal Musik und dann können wir alle zusammen mal ins Kino gehen. Okay. Generell kann man sagen, dass ja das Freizeitpark Geiselwind ein klassischer Freizeitpark ist. Es ist also eine Zusammenstellung von Fahrattraktionen. Wir haben Shows und wir haben Gastronomiebetriebe. Das Besondere an Geiselwind ist, dass wir auch eine Zirkusshow haben, die wir dann später noch besonders hervorheben wollen. Und dass es auch mannigfache und zahlreiche Tierpräsentationen gibt. Die Tiere, das sind ja ein besonderes Thema, weil die immer teurer werden. Wir haben sehr starke Anforderungen seitens des Landratsamtes, die zu erfüllen sind. Man meint manchmal, dass so Tiere, die so viel ausgestellt sind, die eh schon viel Platz haben, dass es da andere Anforderungen gibt als für irgendwelche Legehühner. Na, Michael, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, wir sind ja hier auf dem Präsentierteller, was die Tierpräsentation angeht. Ist doppelt ausgedrückt quasi. Also die Aufmerksamkeit vom Landratsamt ist sehr hoch und man kann manchmal schwer nachvollziehen, die immer strenger werdenden Bestimmungen, die eben auch von der EU jetzt generiert werden und es wird immer mehr durchgesetzt und es ist nicht ganz einfach mit den Zoos, mit diesen Millionen schweren Tierpräsentationen mitzuhalten, aber wir geben uns alle Mühe, wir wollen es auch ein bisschen reduzieren, aber immer noch attraktiv
halten für unsere Besucher. Es wird weiterhin beibehalten, da es ja quasi, wir sind als Tier- und Vogelpark entstanden und es gibt uns auch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir eben beibehalten wollen. Dieser gesunde Mix aus Tierpräsentationen, Shows und Fahrattraktionen, was den Park auch sehr attraktiv macht. So, das war das nächste Stück. Welches spielt er jetzt, Norbert? Also das war ganz gut, würde ich sagen. Große Klasse. Die Stammgäste unter Ihnen werden merken, dass es immer besser wird. Ne? Wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen, dann wird es noch besser werden. Aber da spielen wahrscheinlich andere dann, weil die schon wieder zu groß sind und dann müssen neue dann ran. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen schlechter werden. Aber das lassen wir uns mal überraschen. Generell ist zu sagen, dass der Freizeitpark Geiselwind ja ein klassisches Ausflugsziel ist, wo also die Leute hinkommen können, um einen schönen Tag zu verbringen. Immer mehr stellen wir aber fest, auch von der Geschäftsleitung, dass es die Tendenz zum Kurzurlaub geht. Wir haben eine Zunahme der 2-Tageskarten. Wir haben auch fast schon sagen sehr regelmäßig Stammgäste oder Gäste aus Übersee. Klassisches Beispiel, letztes Jahr waren öfters welche da, die Geiselwind als eine ihrer Europastationen genommen haben. Sie kennen die Amerikaner, die haben immer ein paar Stationen. Ne? London zum Beispiel, Köln, München, Geiselwind. Dann fliegen sie wieder heim. Ganz kurios, aber es ist so. Und es zeichnet doch auch aus, dass hier doch was geboten wird. Und sei es, dass es die Achterbahnen sind, sei es, dass es manche Shows sind, die dich interessieren. Aber es immer mehr zunehmend auch im internationalen Bereich Gäste, die auch aus den Benelux-Ländern und aus Skandinavien zu uns kommen. Zunehmend sind die 2-Tageskarten, da kann man sagen, dass wir fast mehr als 5.000 letztes Jahr schon verkauft haben. Also 5.000 Gäste, die 2 Tage hier waren, die mussten ja auch irgendwo übernachten. Wenn man das potenziert auf die Übernachtungszahlen der Großgemeinde Geiselwind, dann sind es so etwa fast 2-5%. Und natürlich kann man das nicht schlecht sagen, weil die auch manchmal weiter weg übernachten. Nächstes Stück ist... Das war die 4. Einstimmung. Unser Geschäftsführer hat uns gerade hingewiesen, dass wir ein bisschen in Zeitnot sind. Das heißt, würde ich gerne die Pressevertreter alle einladen, zusammen mit dem Michael mal das 4D-Kino zu besuchen. Wir gehen dann zusammen zum Black Hole und da treffen wir uns, da treffen Sie mich auch auf mich wieder dann. Ja? Also. Okay, also alle Interessierten lade ich ein zu Space Chase, einer wilden Verfolgungsfahrt aufs All mit Meteoritenschauer und zahlreichen Überraschungen. Wir gehen zum Seiteneingang rein. Vielen Dank. Der Summer Night Rock war das richtig? Sehe ich das richtig? Summer Night Rock war das richtig? Ja, große Klasse. Wir haben wieder unser Jugendorchester, 3-Franken-Eck aus Burg Haslach engagiert. Letztes Jahr waren sie schon mal dabei. Da haben wir einfach schlechteres Wetter gehabt. Aber heute Sonnenschein, wie es meistens in Geiselwind ist. Das können Sie alle schreiben. Meistens in Geiselwind gutes Wetter. Wir haben ja heute die 2. Station unserer Neuheiten 2014. Das ist das Black Hole, das ist eine Dunkelachterbahn. Und mit den technischen Details bin ich nicht so bewandert, aber da gebe ich mal weiter an den Michael. Könntest du mal erzählen, wie hast du das gefunden, diese Black Hole? Wo hast du denn die aufgetrieben? Ja, ich schlendere so in Berlin über den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz, denke ich, was ist das da hinten? Diese rote Kuppel, Black Hole. Es war sehr kalt, 2 Grad, Nieselregen und ich sehe Kinder, die lachend das Fahrgeschäft nutzen und lachend aussteigen. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn unter so widrigen Bedingungen auch ein Fahrgeschäft gut angenommen wird. Und dann sind wir in Kontakt getreten mit dem Herrn Schierenbeck. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass es mal schön für ihn wäre, schön in Geiselwind mal im Sommer zu bleiben, ist nicht so stressig, in der Gegend herumzufahren, Plätze zu mieten und so weiter. Und nach einigen Fingerhackeln sind wir uns einig geworden, dass er den Sommer hier bleibt. Wir haben hier eine einmalige Dunkelachterbahn mit 420 Meter Schienenlänge, Gondeln, wo die ganze Familie in einer Gondel fahren kann, ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis und dann natürlich die absolute Neuheit für Geiselwind, eine Dunkelfahrt. Können Sie noch ein bisschen was zu Ihrer Bahn erzählen? Also die Musik mal spielen, die spielt so gut, da können Sie noch etwas überlegen, dass es auch richtig ist, was Sie erzählen. No? Applaus, Applaus, Applaus. Unser Michael ist nicht nur ein guter Parkmanager, der kennt sich auch die Musik aus, der hat sofort erkannt, was es war. Das war welche Musik von welcher Gruppe? Ich glaube, die heißen Beatles oder so. Ah, Beatles Medley, ganz große Klasse. Und bevor der Schierenbeck was über den Park, über die
Dunkelachterbahn erzählt, haben hier, glaube ich, hier drei junge Männer gekrallt, die gerade eben gefahren sind. Sagt mal euer Resümee dazu. Wie hat es dir gefallen? Also ja, war echt sau cool, war voll die Gaudi und ja, die Musik dazu war echt der Hammer. Kann nicht besser sein. Und was hast du, du kleiner Mann? Ja, perfekt. Die Achterbahn hat richtig viel Spaß gemacht und Musik dazu noch super. Was aber den großen Mann? Was sagst du? Ja, das war voll cool. Voll cool, ne? Voll cool. Gut gemacht, Michael. Ein gutes Fahrgeschäft ausgesucht. Herr Schierenbeck, erzählen Sie was zu Ihrem Fahrgeschäft. Ja, servus und grüß Gott auch von meiner Seite. Und herzlich willkommen hier am Black Hole, Europas erster und einziger transportabler Achterbahn im Dunkeln. Der Michael Menzinger hat eben schon allerhand technische Daten von sich gegeben. Die möchte ich jetzt nicht wiederholen. Darf ich aber noch darauf hinweisen, diese Anlage ist übrigens auch im Freistaat Bayern produziert worden von der Firma Zierer. Die sitzen unten bei Deggendorf. Jetzt vergeben Sie mir, mit den bayerischen Regionen komme ich nicht so ganz zurecht. Ob das nun Ober- oder Unter- oder Niederbayern ist, weiß ich nicht genau. Aber ich höre gerade, Niederbayern ist es. Die Anlage ist familientauglich und trifft natürlich damit genau das Publikum, das auch vom Freizeitland Geiselwind angesprochen wird. Wir nehmen also Kinder ab 8 bereits ohne Begleitung Erwachsener mit, Kinder ab 6 Jahre bereits in Begleitung Erwachsener. Es passen maximal 4 Personen in ein Fahrzeug. Ein Erwachsener kann hier aber auch mit 3 Kindern fahren. Während der Fahrt werden Sie natürlich auch fotografiert und können nach Ende der Fahrt, sofern die Anlage dann funktioniert, auch das Foto am Ausgang mitnehmen. Es freut mich hier auch einige Pressevertreter begrüßen zu dürfen, die ich auch von der Volksfestberichterstattung kenne. Herrn Breslau kann ich da namentlich nochmal erwähnen. Und wenn Sie Fragen an mich haben, stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Genau, ja. Wir können ein bisschen noch was erzählen. Sie sind ja mit der Achterbahn noch schon ganz schön weit rumgekommen. Wo waren Sie schon? Europaweit, glaube ich. Was waren so Highlights, wo Sie gestanden sind? Was waren die besten Plätze? Also das größte Highlight ist sicherlich das diesjährige Gastspiel im Freizeitland Geiselwind. Aber außerdem waren wir mit der Anlage auch zweimal in London im Hyde Park. Das ist mal ein großes Weihnachtsevent, das über 6 Wochen sich hinzieht. Dann haben wir mit der Anlage selbstverständlich schon an der Basler Herbstmesse teilgenommen. Vergleichbar mit Münchner Oktoberfest, nur halt in der Schweiz. Ähnliches gilt für, wir haben mehrere Gastspiele in Tilburg gehabt. Das ist also das Oktoberfest der Niederlande. In Luxemburg war die Anlage bereits. In Österreich selbstverständlich. Also im Prinzip in allen westeuropäischen Anrainerstaaten. Das heißt also, die Gäste brauchen nicht wegfahren. Fahren Sie nach Geiselwind, da finden Sie alles, was Sie brauchen. Eine tolle Achterbahn, gute Musik. Übrigens könnte es auch ein Grund gewesen sein, hierher zu kommen, weil es die Musik war. Ja, könnte sein? Also ich kann bestätigen, dass ich ganz stark überrascht bin von der Qualität Ihres Posaunenchors. Nein, von ihr, Entschuldigung, Ihres Jugendorchesters selbstverständlich. Aber mir war das vorher nicht bekannt. Aber nachdem ich es gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also Hut ab. Es wird tatsächlich jeder Ton getroffen und ich bin wirklich also ganz stark überrascht. Man kann auch sagen, dass wir diese Fläche ja in den letzten Jahren als sogenannte variable Fläche gestaltet haben. Es waren immer wieder neue Attraktionen da. Letztjährig, in den letzten 4 Jahren war es eine wilde Maus, letztes Jahr eine wilde Maus und eine Geisterbahn. Das Areal, das kann man auch noch, sagen wir mal, vergessen zu erzählen, dieses Black Hole Fahrgeschäft passt genau in die freie Fläche, die hier zur Verfügung stand. Und sie ist, denke ich, ganz gut ausgefüllt. Zudem ist auch die Anforderungen, die die Geschäftsführung an so ein Fahrgeschäft hat, voll erfüllt. Familientauglich, es macht Spaß, die Kugel ist 14 Meter hoch, man fährt auf 7 Meter Höhe, glaube ich, maximal, 8 Meter sogar. Es hat die hohe Durchsatzkapazität, ist glaube ich 56 Personen können pro Stunde absolviert werden. Das heißt also, wenn der Park 10 Stunden geöffnet ist, können 6500 Leute mitfahren. Das passt genau, da gibt es nicht allzu lange Warteschlangen und ein guter Durchsatz. Welche Kraft wirkt, glaube ich, 2G, ist das, oder wie? Wie? Stand mal drinnen, irgendwo ist gelesen, 2G, oder stimmt es nicht ganz? Was stimmt dann? Muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, das ist also ein Coaster der Kategorie, oder ein sogenannter Coaster der Kategorie A. Das heißt, es ist ein Coaster ohne negative vertikale Kräfte. Anders ginge es auch nicht, sonst wäre die Anlage halt nicht familiengeeignet. Das heißt also, familiengeeignet, dass man sich nicht so sehr übergibt. Dass man nicht abhebt, heißt es, familientauglich. Also die Ehefrau könnt ihr abheben, die Männer sollen sitzen bleiben, so ungefähr. Okay, gut. Hm? Nicht? Gut, nächstes Stück.